Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Super, dass du wieder eingeschaltet hast, mein Lieber, meine Liebe. Heute geht es darum, unheilbar eine Illusion. Erkenne die Botschaften deines Körpers und wie du darauf eine vollkommene Gesundheit erreichst und auch darauf auch behältst. Jeder entscheidet selbst, was er damit macht und was er nicht macht. Es sagt nur die tiefste Wahrheit. Du stehst wahrscheinlich in deinem Leben an einem Punkt, wo du es endlich erleben möchtest, wieder gesund zu sein. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, in welcher Situation du dich aktuell befindest, welches gesundheitliche Problem oder Herausforderungen jeglicher Art jetzt gerade momentan vorhanden ist. Vielleicht bist du jetzt gerade schon sehr viele Sachen schon ausprobiert, in jeglicher Form, Therapieform oder was auch immer. Medikamenten, in jeglicher Hinsicht täglich zu dir nimmst, aber irgendwie scheinst du nicht so die Fortschritte erzielen, die du gerne möchtest. Es ist alles nur Materie beeinflussen zu wollen. Der Punkt dahinter ist, alles was du siehst, es ist nur Materie beeinflussen zu wollen. Okay, man möchte Gesundheit, okay, man muss dann dieses bestimmte Medikament nehmen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, okay. Es ist nur das Physische. Aber was all das erschaffen hat, ist die Energie. Die Energie erschafft die Materie, das Physische um uns herum, was du siehst. Und das ist entscheidend, wer möchtest du ab sofort sein? Wer möchtest du sofort sein? Am liebsten natürlich gesund, klar. Aber was bedeutet das denn überhaupt, denn gesund zu sein? Weil es ist keine genaue Definition. Gesund sein heißt für den so, um die Welt reisen, Spaß haben, Freiheit erleben. Vielleicht bedeutet das für dich etwas anderes, Gesundheit. Das muss so glasklar sein. Und die gewünschte Energie davon erschafft die Realität, die du haben möchtest. Du erzeugst den ganzen und normal ein Upgrade von deinem Sein, deinem Körper. Eine ganz andere Energie verkörperst du. Und dementsprechend, durch die gewünschte Energie, die du gerne haben möchtest, also deine Wunschrealität, bringt es in die gewünschte Form. Ganz einfach. So einfach ist das. Nächster Punkt. Gesundheit beinhaltet das gesamte Leben. Es hat einen Grund, warum es zu diesen gesundheitlichen Problemen geführt hat. Es ist ein Hinweis, ein Signal von deinem Körper. Eine Botschaft. Man kann noch so irgendwelche Medikamente nehmen oder herausschneiden oder sonst irgendwas, aber die eigentliche Ursache wird nicht beseitigt. Gehen wir mal ein paar Punkte ein. Jemand, der immer dauernd oder öfters, kann man sagen, erkältet ist. Woher kommt das denn? Ja, man kann sagen, ja, ist ja normal, leben ja so viele Menschen da draußen ja auch, dass man so viele Erkältungen bekommt und ja, wahrscheinlich hat jemand einen eingesteckt. Aber hinterfrag dich mal wirklich, wovor hast du in deinem Leben die Nase voll? Ist es die Beziehung vielleicht? Der Job? Nicht das Leben lebst, was du wirklich leben möchtest? Oder eine bestimmte Beziehungssituation, egal ob eine Familiensituation oder Bekanntschaft auf der Arbeit, egal in welcher Form, wovor hast du die Nase voll? Das ist genauso wie die Kopfschmerzen. Wovor zerbricht dir denn der Kopf? Wovor machst du dir endlos Gedanken, was dich nachts wach hält und rund um die Uhr? Und das bedeutet absolut radikale Ehrlichkeit zu sich selbst sein, weil nur dadurch findet man sich selbst und auch sein Leben, so wie man es haben möchte. Und es hat nichts mit Talent zu tun, sondern in dir steckt so viel Power, in jedem einzelnen Menschen steckt so viel Power, wo eine vollkommene Gesundheit absolut normal ist. Oder genauso Beine, Fortbewegungsmittel, ja, zum Fortbewegen. Was ist denn, was sagt ihr denn, die Beine denn aus? Was möchtest du denn vermitteln? Okay, die Beine sind dazu da,
um sich fortzubewegen. Aber die Frage ist, mal wirklich bewusst zu machen, wo in deinem Leben machst du nicht den notwendigen Schritt, der schon wirklich überflüssig ist? Es sind nur ein paar Beispiele vom vielen. Es ist genauso die ganzen emotionalen Trigger. Warum triggert dich gewissen Sachen? Es hat mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun. Es ist nur eine Aufzeichnung von den erlebten Erfahrungen aus deiner Vergangenheit. Die erlebten Gefühle. Das führt dazu, dass man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und es schafft immer die gleichen Situationen, immer wieder aufs Neue. Bis man die Lektion gelernt hat. Und das ist auch ein wichtiger Faktor von Gesundheit. Denn würde dich nicht gar nicht mehr triggern, also in jeglicher Hinsicht, löst sich die Energie automatisch auf. Automatisch auf. Und du fühlst dich leichter, entspannter, gelassener, freier als jemand zuvor. Und dementsprechend spielt es keine Rolle, ob jemand die Erkrankung hat oder die Erkrankung hat oder das. Oh, der hat aber Glück gehabt, dass er wieder gesund geworden ist. Aber ja, in dieser Situation ist es ja so schwierig. Oh, es ist unmöglich. Okay, Glaube erschafft Realität. Wenn, aber ich sage das so, es ist egal, wie der Glaube ist oder die Entscheidung. Jeder hat Recht. Jeder hat Recht. Lass es mal wirklich auf dich wirken. Egal wie du dich entscheidest, in allen Fällen hast du recht. Ob du glaubst, dass es Heilung möglich ist, dann ist es auch möglich. Wenn du glaubst, dass Heilung nicht unmöglich ist, dann ist es auch unmöglich. Es liegt an dir. Es ist deine Annahme. Dementsprechend ist nur das Spiegelbild vom Leben, die einfach nur aufzeigt, ja, so ist es. Das war ja der Glaube, hier ist die Realität. Und deswegen ist es so wichtig, bewusst durchs Leben zu gehen, was man auch sagt. Was man auch, sag ich mal, denkt, also mehr. Ich sage immer mehr, in der Wahrnehmung zu kommen, was sich wirklich richtig anfühlt, stimmig und im Hier und Jetzt anzukommen. Und das, ich sage es immer wieder, ich weiß, ich tue mich jetzt nochmal öfters wiederholen. Es spielt keine Rolle, welches gesundheitliche Problem aktuell gerade bevorsteht oder ansteht oder besteht. Rückenschmerzen, das betrifft so viele Menschen. Woher kommt das denn? Der Rücken ist die Last aus der Vergangenheit. Was man mit sich herumschleppt. Ja, kannst du so bildlich vorstellen, diesen Rucksack, zack. Aufgehockt, ja, kann man sagen, ne? Aufgehockt. Und Thema Selbstliebe, Selbstwert, all das, was dir die Vergangenheit überhaupt gar nicht richtig losgelassen ist, bewusst oder unbewusst, erzeugt das dementsprechende, also das Problem, also das sichtbare Symptom. Dabei sind alle Symptome nur eine Botschaft, um dir hinzuweisen, mein Lieber, meine Liebe, wie am Armaturenbrett vom Auto, wenn die Ölstandlampe anzeigt, okay, ab zur nächsten Tankstelle, zur Werkstatt, um Öl nachzufüllen. Genauso ist auch die, wenn die Benzinlampe anzeigt, oh, mal wieder zu tanken. Aber wenn man natürlich einen Kaugummi draufklebt oder ein Pflaster oder wie auch immer, euer sieht da keiner. Aber die Ursache ist ja immer noch da. Deswegen ist es so wichtig, von dieser Illusion sich zu befreien. Deswegen, es gibt kein Unheilbar. Es ist absolut vollkommen normal, vollkommen gesund zu sein. Aber ich sage dir, so wie es ist, auch jeden Einzelnen, sich von der Illusion zu befreien, ja, gesund sein möchte man, aber am liebsten nichts verändern wollen. Es funktioniert nicht. Verändere dein Sein, das, was du bist, was du jetzt für Energie ausstrahlst, und du schaffst automatisch eine neue Realität, in die gewünschte Realität, wie du es haben möchtest. Und wie das genau geht und auch in deine Situation, zeige ich dir gerne beim Magnetic Life of Comeback, das gratis Online-Event. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung.
und es wird so richtig gigantisch. Das ist eine Teil von meiner Vision, wo Menschen alle vollkommen gesund sind, in der absolut natürlichen Fülle der Liebe, absolute gigantisches Leben und dementsprechend all ihre Talente und Gaben und Fähigkeiten in die Welt hinaustragen. Wie genial ist das denn? Nochmals gesagt, vollkommene Gesundheit beinhaltet das gesamte Leben. Was für eine Energie strahlst du jeden Tag aus? Ist es genau die Realität, in der du leben möchtest? Wahrscheinlich nicht. Dementsprechend hat man das auch manifestiert oder auch alles, naja, nicht so schlimm. Geht schon wieder weg. Man hat es immer weiter ignoriert, um die Botschaft noch deutlicher und sichtbarer zu machen, um endlich, hallo, aufwachen, um endlich was zu verändern. Und wenn man das immer noch weiter ignoriert, ja, natürlich wird es immer schlimmer. Aber wenn man, die Materie beeinflussen möchte, irgendwelche Therapieformen und was auch immer alles gibt, es sind alles nur Wirkung, die Materie beeinflussen zu wollen. Wo ich das verstanden habe, klar, funktioniert eine gesunde, hochwertige Ernährung, naturbelassen, unverarbeitet, definitiv. Auch Yoga und Meditation, dies, das, jenes. Es hat alles einen positiven Einfluss, aber weniger ist mehr. Es geht darum, mal mehr im Hier und Jetzt anzukommen und die gewünschte Energie anzunehmen. Und dementsprechend zeigt automatisch die Realität wieder. Deswegen, sei unbedingt bei diesem Event damit dabei. Es ist viel einfacher, als man überhaupt denkt oder glaubt. Wir gehen arbeiten auf energetische Ebene. Energetische Ebene, wo automatisch die gewünschte Realität Form annimmt. Und gleichzeitig baut sich auch da die Sache auf, ja, wie soll man denn jetzt so fühlen, als wäre man jetzt gesund? Ja, du bist ja gar nicht in der Lage. Ja, ich weiß, von was du sprichst. Absolut, ich kann das nachvollziehen. Jeder, der die Story auch kennt, können auch nochmal in den Videos auch nachschauen von der eigenen Geschichte. Es geht darum, dementsprechend, man erwartet nur, wenn es erst das Physische erreicht ist, also das Sichtbare, also die Materie, oh ja, erstmal, wenn man sich ja gesund ist, oh ja, hier, Körper ist wieder alles in Ordnung, und dann kann man sich so fühlen, wie man ist. Erst das Sichtbare, also das Materie, das Physische, ist sichtbar. Und dann kann man erst sich so fühlen, als wäre man gesund. Es ist ganz andersherum. Ganz, ganz andersherum. Das ist das der Paradox. Deswegen ist immer noch so eine endlose Sackgasse. Nein, wie gesagt, verändere dein Sein. Die Realität zieht automatisch nach. Automatisch nach. Kurz gesagt. Kurz zusammengefasst. Und ich möchte alle betonen, nochmals gesagt, völlig egal, wo du aktuell gerade stehst, egal wie alt du bist, ist auch nur eine Zahl, es kann noch so aussichtslos sein, egal was es ist, alles ist möglich. Aber der Verstand würde jetzt sagen, ja, aber die Situation, ja, was glaubst du denn, es geht ja gar nicht, das kann man doch nicht machen, so einfach ist es ja doch gar nicht. Und hast du überhaupt schon mal sowas erlebt? Der hat schlau reden und denkt, dass alles so einfach ist. Das sind aber alles so aus Verstand. Wenn man nur aus Verstand lebt, ja, der Verstand lebt immer, erzählt seine eigenen Geschichten. Und dabei muss nicht immer die Wahrheit sein. Gleichzeitig ist auch die voreingenommene Realität, also die Annahme, wenn die bei gewissen Untersuchungen ist, oh ja, hoffentlich ist es jetzt nicht so das und das, oh, hoffentlich ist es nicht so schlimm. Für einfach wieder zu lernen, vom Besten auszugehen. Ich kann auch jeden Einzelnen absolut nachvollziehen, bin ich offen ehrlich, weil das alles Programmierungen, Konditionierung ist, von der Gesellschaft, von den Medien etc. Deswegen ist es dann auch schwierig, das zu glauben, weil permanent zum Beispiel durch die Nachrichten, was bekommt man da? Oh, Angst, oder? Angst, ah, ja, schon wieder was Schlimmes passiert. Und nimmt das automatisch an, unbewusst, was sich automatisch im Leben widerspiegelt. In allen Bereichen des Lebens. Deswegen macht es so schwierig, immer so positiv
gut gelaunt zu sein, absolute Lebensfreude. Also für mich ist es noch absolut normal, immer gut, top gelaunt zu sein. Und da muss ich nicht tausend Techniken zu machen. Nein, überhaupt nicht. Das möchte ich dir wirklich auch ans Herz legen und dir es beibringen. Weil du hast es wirklich verdient, mein Lieber, meine Liebe, eine vollkommene Gesundheit ewig zu erleben und auch darauf auch zu haben. Deswegen nochmals, den Link findest du unten in der Videobeschreibung zum Magnetic Life of Comeback. Es wird dein Leben massiv transformieren, einen absoluten maximalen Durchbruch erzielen, in genau die Realität zu erreichen, die du haben möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Und teile auch dieses Video für all die Menschen, wo du denkst, ja, das fühlt sich gut und richtig an, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um endlich wahre Gesundheit zu erreichen, auf allen Ebenen. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Bis bald, dein Steffen.